Und in der nächsten Folge möchten wir euch unsere Lehrlinge aus Tirol vorstellen, die die Fahnen für unser Land Tirol hochhalten. Zwei Lehrlinge aus dem Karosserie- und Lackierbau und zwei Lehrlinge der Kfz-Technik. Und die letzten Vorbereitungen für den Bundeslehrlingswettbewerb für Karosseriebauer, Lackierer und für die Kfz-Techniker hier bei der Firma Schmadl. Und wir begrüßen euch recht herzlich. Tirol ist der Austragungsort für diese Bundeslandesmeisterschaften. Und heuer gibt es einen Staatsmeister in den jeweiligen Berufen und die letzten Aufgaben für den Lehrlingswettbewerb 2024 hier in Innsbruck. Was machen die Jungs und wie sind sie vorbereitet für den Lehrlingswettbewerb? Wir befinden uns jetzt hier in der Lehrwerkstätte im Wifi, wo wir jetzt unsere zwei Karosseriebauer, Karosseriespengler und Lackierer, die sich für den Wettbewerb vorbereiten und sie sich jetzt einmal vorstellen. Ja, ich bin der Wolf Felix, ich komme aus Aldranz und arbeite beim Denzel Unterberger in Innsbruck. Und ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich gern Spangler, also mit Blech arbeite und ich interessiere mich für Autos. Und da gibt es so viel Abwechslung in dem Beruf und das ist dann schon cool. Man kann auch viel selber machen, bei sich selber und alles. Das ist schon bärig. Ja, perfekt. Wenn die Jugend so gut eingestellt ist auf ihren Beruf, auf ihr Berufsbild, das freut uns natürlich sehr. Und die zwei, die was da ausgebildet werden, einer unter den 18, seid ihr dabei. Also das ist auch eine Ehre, da mit dabei zu sein bei dem Lehrlingswettbewerb. Ja, das ist eine große Ehre für mich persönlich und sicher auch eine gute Erfahrung für das Berufsleben nachher. Also ich freue mich schon drauf. Ich bin der Karl Schmidt Sebastian, ich komme aus Ebs. Ich arbeite beim Kfz Teche in Erl. Zu dem Beruf bin ich gekommen. Damals hat der Papa gesagt zu mir, ich soll mir mal ein paar zuschauen. Er hat da gleich daneben gearbeitet, dann bin ich da mal hingegangen. Das hat mir eigentlich ab dem ersten Tag sofort voll gefallen. Er hat gesagt, das will ich lernen. Habe auch noch gleich danach Lernen angefangen und bin seitdem immer noch begeistert dabei. Das freut natürlich den Ausbilder, Christian. Wenn wir da so schauen, die Jungen, die machen richtig tolle Stickeln, die letzte Vorbereitung. Wir haben jetzt noch heute das Training noch in Karosserie, Blecharbeiten. Und die Männer sind gut motiviert und gut eingestellt heute. Wir sind jetzt schon recht weit und wir haben gesagt, dass wir viel Kunststoffe machen. Natürlich müssen wir tagtäglich auch Reparaturarbeiten, Ersatzteile einschweißen, verschiedene Schweißarten. Da sind wir halt jetzt dran, das Stück ordnungsgemäß zu machen. Und die Männer sind super motiviert und wir haben halt um 8 Uhr begonnen und sind super im Rennen. Und das ist Ihnen vorgegeben worden? Das ist das 1:1 Stück. Das ist genau laut Plan, haben wir da die Vorgaben. Und da kriegt man das Teil zur Verfügung gestellt. Mit hinten einem Deckblech wird auch zur Verfügung gestellt. Das muss man hinten drauf schweißen. In Widerstandspunktschweißung. Und wenn Sie ganz gut sind, dann stehen Sie am Stockerl. Und wie ist das Befinden bei dir? Was hast du vorgenommen? Wo möchtest du hin? Auf ein Stockerl oder sogar den Sieg? Ein Stockerl war super, aber der Sieg war halt Traum. Aber ich gebe mein Bestes und ich bin sehr zuversichtlich, dass ein Stockerl wird schon ausschauen. Ja, dann lassen wir uns überraschen. Und wie ist das bei dir? Erzähl. Ja, ich habe mir jetzt schon eher mehr erhofft. Stockerl war super, erster Platz war natürlich das Beste. Ich werde mir Mühe geben und nachher schauen wir mal, was rausspringt. Ja, tolle Motivation von den Jungs. Ja. Christian, was sagst du dazu? Du bist der Ausbilder, du machst mit ihnen die Stückeln, du bist da freiwillig mit dabei. Also man findet es ja auch super, dass ihr euch da so einsetzt. Ja, natürlich machen wir das auch in unserer Freizeit und bemühen uns und haben die Lehrlinge aus der Berufsschule schon von Klassenwettbewerb entdeckt und der Lehrer und der Direktion, die haben denen uns empfohlen auch, wer die Besten sind und die haben wir zum Glück motivieren können. Im Sommer normal Urlaub, schwimmen am Samstag, aber wir haben uns motiviert und haben sie so motiviert und sie motivieren mich auch, dass wir da gut zusammenkommen und am Samstag immer ein bisschen was trainieren. Das Berufsbild des Karosseriebauer, Spengler und Lackierer, sehr interessant. Schaut euch das an und vielleicht ist der eine oder andere auch so motiviert und will dabei sein. Und dann wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Ja, und wir stehen jetzt in der Lackierkabine und die Jungs bereiten sich jetzt vor und haben hier zwei, drei Kotflügel, die sie jetzt bearbeiten und
der Lehrmeister, der Johnny Weißkopf, wird Ihnen jetzt gleich sagen, was Sie tun sollen, den letzten Schliff für die Lackierung. Wie gesagt, wir haben jetzt den Kreuzflügel lackiert, das habt ihr gesehen, oder? Wir haben einen Grundton in Silber lackiert. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist der Übergang. Der Übergang soll so sanft wie möglich sein. Das müsst ihr ein bisschen mit dem Druck variieren, mit der Auftragsmenge variieren, dass der Tropfen nicht zu groß ist, dass wir kein Overspray reinkriegen, oder? Dass wir ganz feinen Übergangen haben, da was ganz, ganz wenig sichtbar ist. Nachdem das lackiert worden ist, muss abgelüftet werden, das ist eh klar. Und dann müssen wir das Ganze zweimal mit Klarlack überziehen, dass wir ganz einen tollen Lackstand zusammenkriegen, dass wir viel Reflexion haben, dass wir viel Glanzgrad zusammenbringen. Das ist schon mal das Wichtigste in dem Bereich. Einer der besten Lehrlinge, 36 von über 1800, was wir bei uns im Kfz-Technikbereich haben. Und du bist auserwählt worden. Und wie freust du dich schon auf nächste Woche? Ja, ich freue mich schon. Ist sicher eine tolle Herausforderung, das mit den ganzen Aufgaben. Und ich glaube, das wird eine gute Erfahrung. Sebastian, du bist der Zweite im Bunde als Karosseriebauer und Lackierer. Wie gefällt es dir in der Spenglerei und Lackiererei? Ich finde das auch total super. Es ist, halt, wie der Felix schon gesagt hat, immer abwechslungsreich. Und jetzt seid gut vorbereitet für nächste Woche. Was bedeutet euch das, dass ihr hier überhaupt dabei sein könnt bei diesem Wettbewerb? Ja, also ist es für mich eine große Ehre, dass ich da mitmachen darf. Ich bin froh, dass ich da auserwählt worden bin. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Beste war. Und du gehörst schon zu den 36 Besten Österreichs. Das sehen wir noch nächste Woche, wer der Beste ist. Und vielleicht bleibt der Sieger bei uns in Tirol. Und die Lehrherren, Lehrmeister und unser Innungsmeister, der sich da sehr fest einsetzt. Alles Gute, vielen Dank, dass ihr das macht. Das Team von Elmar Schmadl mit seinen Schülern. Danke vielmals.